Ja, es ist Sonntagmorgen, 7 Uhr ungefähr, und ich stehe hier vor diesem Blätterhaufen, den ich hier entdeckt habe. Den haben sie hier zusammengeschoben, und ich habe mir hier ein Temperaturmessgerät, also ein Thermometer, gebastelt mit einer Stange dran, und hier am Ende ist dann eben die Sonde. Und ich wollte jetzt unbedingt mal messen, wie die Temperatur in diesem Blättermeiler ist. Und ich kann hier allerdings, letzte Woche war hier noch Dampf, der hier rauskam, und das ist heute nicht mehr der Fall, aber trotzdem. Oh, ist ganz schön. Aha. Mensch, ganz schön fest da unten drin. Auf jeden Fall. Also hier haben wir schon mal gleich 22, 23. Steigt also ganz schön an hier. Es ist auch sehr fest, ich komme da nicht weiter rein als 30 cm. Also man kann hier sehen, es passiert was. 34 Grad. Das ist schon ganz schön gut. Ja, ich befinde mich hier auf dem Gelände der KJK. Also auf jeden Fall gibt es hier viele Gebäude, und viele Gebäude, die beheizt werden könnten. Jetzt sind wir schon hier auf 40 Grad, das ist natürlich genial. Ja, Laila, komm her hier. Das ist mein Hund. Hier, Laila, komm her hier. Ich will natürlich immer abhauen zum See, wo die Enten sind. Komm hierher. Sieht jetzt hier aus? Alles niedergemetzelt, total alles weg vom Fenster. Und keiner ist gekommen, um die letzten Bäume, die letzten 50 zu retten. Ich stand hier alleine da. Irgendwie scheint hier auch wohl Nacht zu arbeiten. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der hier tagsüber am Werken ist. Ja, der Teich wird gerade leer gepumpt, da hinten am Ende des Platzes. Und die meisten Baumleichen sind schon abtransportiert worden. Tja, wir stehen ungefähr noch, ja, 10 Bäume ungefähr, ganz, 5 Bäume, die werden noch hier platt gemacht. Und dann werden wahrscheinlich hier wohl das Baumwurzelkommando ankommen und die Baumwurzeln aus der Erde reißen. Und dann ist halt nichts mehr von zu sehen, als wenn hier nichts gewesen wäre. Ja, ich habe vor ungefähr ein Video gemacht über einen Mini-Biomeiler. Den habe ich hier noch mal so zwischendurch eingeblendet. Mit einem Spontanspaziergang im Interesse der Bäume haben 8 Naturschützer gegen die Fellarbeiten auf dem Gelände der Kajaspers-Klinik protestiert. Um Platz für die neue Jugendforensik zu schaffen, werden rund 100 Bäume gerodet. Mit Hinweisen auf den ökologischen Wert der bis zu 100 Jahre alten Bäume, aber auch auf die gesundheitsfördernde Wirkung für die Patienten, versuchten sie Oberärztin Bettina Hackenbroch-Hicke von ihren Argumenten zu über Bettina Hackenbroch-Hicke von ihren Argumenten zu über Bettina Hackenbroch-Hicke von ihren Argumenten zu überzeugen. Die stand den Naturschützern auch Rede und Antwort. Überzeugen konnten ihre Argumente sie aber nicht. Überzeugen konnten ihre Argumente sie aber nicht. So, ja, mal schauen, was sich getan hat. Aber wir sind jetzt hier schon bei 45 Grad. Und es steigt immer noch. Also wie gesagt, es handelt sich hier um einen reinen Blätterhaufen. Es sind keine Holzschnitzel oder keine Erdmaterialien da drin. Ich kann das auch mal hier nachgucken. Also ich merke schon hier, wenn ich hier oben schon grabe, man sieht ja, das fängt ja schon an zu qualmen. Ne? Also hier kann man sehen, was sich hier tut. Und wie gesagt, das Ganze nur aus Blättern. Und ich finde das also phänomenal.
Hier sind wir schon bei 48 Grad. Mal gucken, was sich dann noch weiter tut. Also es gibt hier bestimmt noch, man sieht aber auch hier tatsächlich, das trocknet schon aus ein bisschen. Also es gibt schon Trockenstellen. Das heißt, hier, da wird es ganz trocken. Aber ich kann hier kaum reinfassen. Das ist so heiß hier drin. Eieieiei, meine Güte. Da werde ich gleich nochmal messen, weil das ist hier wirklich eine Stelle, die ist am Kochen. Ja, die hat bestimmt 70 Grad. Also hier sind wir jetzt bei der 50 Grad Marke. Ja, die 56 Grad Marke ist erreicht und jetzt steckt das Teil hier auch schon bestimmt 10 Minuten drin, also hier, und es steigt immer noch, Leute. Ich lasse es einfach noch mal stehen. Ich lasse es einfach noch mal drin stecken und komm in 10 Minuten. Ja, du siehst ja aus, du bist heute ein bisschen aggro, wa? Kleinen Angriff. Was ist hier los, du? Ja, ich habe meinen kleinen Besuch abgestattet. Hier bei den Wildschweinen. Und so, wieder zurück. Und schauen wir mal, was sich da getan hat. Also ich bin jetzt 10 Minuten unterwegs gewesen, habe die Wildschweine besucht. Ja, und hier sind wir schon wieder weitergekommen. Und zwar haben wir eine Temperatur von 56,8 Grad und noch steigend. Wenn ich jetzt noch, ja, jetzt ist es, hat sich das eingependelt, es schwankt zwischen 56,8 und 56,9. Okay,